Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder Pokémon X und Y Wifi Battles und wir spielen mit einem First Generation Team, also erste Generation Pokémons, die ersten 151 und spielen gegen einen Mexikaner. Wir haben dabei, jetzt muss ich nochmal aus dem Kopf überlegen, ne, wir sehen es gleich nochmal. Wir haben Relaxo dabei, Gengar dabei, Arcani dabei, Dictry dabei, Pixie dabei und Gyarados dabei. Und unser Gegner hat hier... Oh! Wir können Pixie zum Beispiel mitnehmen, ist ziemlich geil hier. Calmind. Dann... ja, sein Nachtara ist auch nicht so geil irgendwie. Mit was wollen wir hier leaden? Vielleicht macht er ein Blitzerlied. Ich glaube, ich nehme mal Dictry, Gyarados und... Ne, wir leaden mal mit Gyarados. Ja. Nehmen Dictry mit und Arcani. Los geht's. Wäre natürlich geil, wenn er jetzt mit Blitzer zum Beispiel leadet. Dann können wir gleich in Dictry gehen. Dictry. Schauen wir einfach mal. Der Poncho will kämpfen. Irgendwie geiler Name für einen Mexikaner. Der Poncho. Vielleicht lädt er ja auch mit seinem eigenen Gyarados. Charizard. Sehr schönes Setup. Oder Matchup, besser gesagt. Finde ich echt ganz cool so. Wird wahrscheinlich das Xer sein. Und ich glaube, wir können ja trotzdem mal für einen Drachentanz gehen. Ich hoffe, er hat kein Irrlicht dabei. Ja, ist sehr schön, er geht raus. In sein Jolteon. Und die Frage ist, sind wir jetzt mit einem Drachentanz Gyarados schneller? Wahrscheinlich, nee. Ich will so gar nicht erst ausprobieren. Ich gehe in den Dictry rein. Der nimmt die Elektroattacke ganz gut entgegen, also sprich wird eigentlich schon nie getroffen, weil er erboden ist. Und dann ist Jolteon getrappt und kann nicht mehr durch die Fähigkeit und wir können hier für ein Erdbeben gehen. Los geht's. Und müssten eigentlich, ich weiß nicht, ob wir schneller sind, wir müssen schneller sein. Er kann es jetzt auch nicht austauschen. Wir müssten schneller sein. Und ich habe dazu noch den... Dictry sieht so hässlich aus. Ich habe dazu noch den... Choice Band. Und dann müsste es... Eigentlich müsste es tot sein. Ja, sehr schön. Und noch ein Crit. So muss das sein. Seit Jolteon ist tot. Und wir sind halt jetzt hier... er geht in Gyarados. Und das ist halt immer das Blöde, wenn man im Dreierkampf... er wird jetzt für eine Wasserattacke gehen, wir gehen in unser eigenes Gyarados, wenn man im Dreierkampf halt... Choice Band oder Wahlschal nimmt, das ist echt uncool. Ich denke mal, er boostet sich jetzt hier auch hoch. Das Beste, was er machen kann. Okay, Drachenroute. Wir wehren die Attacke auch noch ab. Sehr geil. Und da er wahrscheinlich Drachenroute nochmal macht, gehe ich jetzt hier in Arcani rein, um ihn weiter runterzubringen in seine Init. Er wird jetzt nicht für eine Wasserattacke gehen. Es ist eigentlich ganz cool, dass er Drachenroute gemacht hat. Da kriegt er hier nochmal einen Attack-Drop und Drachenroute müsste ihm auch noch Schaden machen durch den Beulenhelm. Ja, sehr schön. Sehr schön, das war ein guter Zug. Am besten ist jetzt, wenn Dictry reinkommt. Unser Gyarados kriegt dann nochmal einen Attack Drop. Sehr schön. Und was könnte er jetzt machen? Ich mache einfach mal einen Verhöhner. Vielleicht hat er ja... okay, er setzt wieder Drachenroute ein. Und switcht hier durch. Hier kommt wieder unser Arcani. Und er macht jetzt so wenig Schaden.
Ich glaube, ich gebe ihn jetzt einfach mal ein Irrlicht. Jetzt macht er jetzt, der wurde so extrem runter gedingens, bummens, kirschen und wir wehren auch den Nassreif noch ab. Das ist richtig krass. Und dann können wir eigentlich wieder in Gyarados switchen. Ne, wir hatten drin Leute. Naja, nee. Das ist gut. Immer weiter runter. Der ist, glaube ich, jetzt schon auf minus 5 oder so. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, er wechselt jetzt aus. Das ist ein guter Zug. Ein Glück haben wir in Gyarados gewechselt. Denn er wechselt wieder in sein Glurak. Sein halb verkrüppeltes. Und die Frage ist, was ist dieses Glurak von. Wir gehen mal auf Drachentanz. Okay, es ist Y. Oh Gott, das kann Energieball. Sehr uncool. Und Wasserattacken machen in der Sonne auch noch weniger Schaden. Wie kriegen wir. Oh, shit, Solarstrahl, Alter. Ja, wir hätten rausswitchen sollen. Das macht echt eine mega Menge Damage. Aber wir sind jetzt mit dem Drachentanz ganz gut geboostet. Und damit wir hier noch einen Rundengewinn kriegen, und ich hoffe, wir sind jetzt so schneller, switchen wir jetzt auf Sprungfeder. Oder wir gehen auf Sprungfeder. Und gucken dann mal, wir werden hier noch ein bisschen geheilt. Okay, Feuersturm, sehr schön. Guck mal, was er hier an Schaden dann bekommt von Sprungfeder. Das ist echt spannendes Match. Oder aber vielleicht wechselt. Hoffentlich geht Sprungfeder aber nicht daneben. Und noch geiler wäre, wenn wir die Paralyse hier auf Sprungfeder kriegen. Weil Paralyse wäre schon ziemlich geil. Ich glaube, es gibt eine 10%ige Chance bei Sprungfeder, dass paralysiert wird. Also das finde ich schon ziemlich sexy. Und Damage. Oh, nice. Sehr schön. Damit hätten wir hier ein schön geboostetes Gyarados. Und er hat nur noch seinen Krüppel-Gyarados. Und ich glaube, dadurch, dass es verbrannt ist, können wir hier trotzdem nochmal für einen Drachentanz gehen. Und dann gucken wir mal, was er macht. Okay, ach so, stimmt, der hat ja. Ach, wie wir es wieder vergessen haben, dass er einfach Drachenrute hat. Schön doof von mir. Okay, dann gehen wir wieder in Akani rein. Und ich glaube, ich kann hier einfach ihn ausstellen. Ich gehe wieder in Gyarados rein. Mal gucken, was er macht. Wenn er eine Drachenroute macht, ist mir eigentlich egal. Dann gibt es hier nochmal einen Drop von seiner Attack. Ja, er geht wieder in Drachenroute. Das ist dumm, was er da macht, aber ich mir nämlich juckt es jetzt nicht. Guck mal, er macht immer weniger Schaden. Und dann kommt wieder Akani rein. Und er wird hier nochmal bedroht. Sonne verschwindet jetzt. Und ich glaube, wir haben ja einen Beulenhelm drauf. Ich gehe mal für Turbo-Tempo. Sehen, was dann Schaden macht. Ja, es geht. Eiszahn. Ein Glück, sind wir drin geblieben. Es macht null Schaden. Und die Verbrennung macht den Rest und wir haben unseren ersten Fight mit in unserem First Generation Team gewonnen. Oder kommt jetzt noch was? Nee. Sehr schön und ich würde sagen, dann machen wir mal das zweite Match.
So. Nächstes Matchkampfbox wieder. Hier seht ihr das Team dann auch nochmal. Relaxo hat bei mir die Schutzweste, Giftschleim auf Gengar, Beulenhelm auf Akane, Diktri hat Choiceband, Pipi hat Life Orb und Gyarados hat die Überreste. Wir machen heute mal Mucke Nummer 4. Und ich bin gespannt, wer uns als nächster Gegner erwartet. Ich habe ja am liebsten die Mexikaner, die Japaner, die sind immer ziemlich nervig. Spanien, was ist heute los, ey? Richtig geil. Maninojapsen, aber ich meine, wir haben es mittlerweile 3:46 Uhr. So, er hat hier. Das Vieh dort unten, dessen Namen ich nie kenne, keine Ahnung. Ach du Scheiße, was machen wir hier? Also er wird mit Fiaro kommen, definitiv. Was machen wir, Leute? Wir brauchen auf jeden Fall Akani gegen sein Fiaro, definitiv. Pixie wäre hier zum Beispiel auch nicht schlecht gegen Turtok und so weiter und so fort. Und Gyarados. Ja, Gyarados ist hier gar nicht so geil. Dann könnt ihr zum Beispiel mit Relaxo ein bisschen Action machen oder sogar Gengar. Und ich glaube, ich will hier ich liede mal einfach mit Relaxo, Arcani und Pixie. Los geht's. Lustige Zusammenstellung. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht. Aber ist mir eigentlich egal. Spaß machen muss es. Von daher. Schauen wir mal. Okay, er kommt in Magnezone. Und wir sind hier mit unserem dicken Relaxo am Start. Okay, er hat Luftballon. Ich gehe hier einfach mal für einen Knirscher. Okay, ey, wir hätten Verfolgung machen sollen, ich Noob, Alter. Okay, er geht in sein Conkeldurr rein. Kampfattacken sind uns natürlich nie so lieb, sage ich mal so. Oh, er kriegt den Verteidigungsdrop und. Ah ja, stimmt, der wird ja mit Heiß Orb gespielt. Da macht er automatisch mehr Schaden. Und wenn er jetzt hier in eine Kampfattacke geht, gehen wir in Akani rein. Und ich hoffe, Akani schafft das irgendwie, das auszuhalten. Beziehungsweise auszustylen mit Beulenhelm. Hier haben wir jetzt erstmal Betroa drauf. Sein Angriff sinkt hier nochmal und er kommt mit Ableithieb. Oh ja, das passt. Das passt auf jeden Fall. Jetzt kommt hier der Beulenhelmschaden und der Verbrennungsschaden. Und wir können hier einfach stallen. Denn wir gehen hier einfach auf Morgengrauen. Um uns einfach immer wieder hochzuheilen. Und dann müssen wir mal gucken. Also, wenn er auf Ableithieb bleibt. Okay, er wechselt sehr schön. Er kommt hier in sein Talonflame rein. Und Leute, wir wissen, was das bedeutet. Wir haben mit Fiaro schon unsere Erfahrung gemacht. Wir brauchen jetzt einfach nur Morgengrauen spammen. Er kann uns nix. Er kommt mit Sturzflug. Wird uns die Hälfte Schaden wieder machen. Aber das können wir ganz gut hochheilen. Ja, sehr schön. Life Orb Schaden, Beulenhelm Schaden und Rückstoßschaden. Wir kommen hier in Morgengrauen. Heilen uns hier sehr gut hoch. Und das Ganze nochmal von vorn. Tja, kann er nichts machen. Außer er kriegt einen Crit, dann könnte es echt kritisch werden. Aber ansonsten. Oh, da hat er einen Crit gekriegt, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass er einen Crit gekriegt hat? Ich bin mir nicht sicher.
Und der nächste reicht aus, glaube ich, um ihn zu killen. Er geht wieder auf Sturzflug. Und damit ist er besiegt. Und wenn er jetzt keinen Crit kriegt, ach, das reicht aus, komm. Ja, sehr schön. Und tschüss, mein Guter. Wollenhelmschaden noch. Talonflame ist Geschichte. So. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt wieder sein Conkeldurr, denke ich mal. Und wir sollten jetzt definitiv auswechseln, weil so viel Morgengrauen haben wir nicht. Und wir gehen jetzt hier in Relaxo rein. Wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Zeit. So, er kommt für Steinkante. Ja, das macht ganz schön Damage. Und wir gehen jetzt hier auf ein Erdbeben. Okay, er kommt mit seinen. Ah, das war dumm. Wie viel leecht denn der sich jetzt? Wie viel leecht denn der sich jetzt, der Dude? Ah, ganz schön viel. Ah, ja, das wird schwierig gegen das Vieh. Was können wir dagegen machen, ey? Pixie ist eigentlich auch gut. Ich gehe trotzdem mal in Akani rein, wieder. Ein Double Switch, um ihn hier zu bedrohen. Hätte man vielleicht andersrum auch machen sollen. Wegen Steinkante. Was macht er jetzt? Fassade. Was ist eine Fassade? Weiß kein Mensch, oder? Ah, schwierig, ey. Ist echt schwieriger Fight hier. Was ist ein Fassade? Von was? Was für eine Attacke ist denn das, ey? So, Pixie wieder rein. Okay, wieder Fassade. Ja, macht ganz schön Damage, ey. Macht echt ganz schön Damage. Ich gehe hier mal auf Mondschein. Weil Ableit Heat macht nämlich nicht viel. Wenn er das macht, auf Pixie machen die Attacken nie so viel Schaden. Wir heilen uns wieder hoch. Ist echt, also ich kann das jetzt wirklich nur so machen, weil ich nie weiß, wie ich das Ding sonst besiegen soll. In Akani dürfen wir nie gehen. Okay, kommt wieder in Fassade. Macht Fassade immer mehr Schaden auf Dauer oder wie funktioniert das? Ich check das nie ganz. Ich heile mich hier nochmal hoch, weil ich gerne wissen will, was er als Drittes dabei hat. Ein Glück ist Conkeldurr so langsam. Wieder auf Fassade und dann müsste er eigentlich bald besiegt sein mit dem nächsten Attack. Wie wir hier einfach den seine Pokémons austeilen, ey. Das ist so lächerlich. Aber naja, was soll man machen? So, das war's dann. What the fuck? Ich glaube, Fassade macht auf Dauer immer mehr Schaden. Kann das sein? Oh Gott, ich glaube, das haben wir verloren. Ey. Jetzt ist es schwierig, was jetzt kommt. Wenn jetzt irgendwie Turtok oder so kommt, dann sind wir echt im Arsch. Ach, Magnezone. Oh, Magnezone ist auch ziemlich schnell. Ich glaube nicht, dass wir hier was überleben können. Ich kann einfach nur mal versuchen, auf Morgengrauen zu gehen. Oh, wir sind schneller. Was ist das für ein Magnezone? Okay, ein Donnerwellen-Magneson. Jetzt kommt's drauf an, Leute. Jetzt, ich gehe für einen Flammenblitz.
Und wenn wir Glück haben, reicht das. Die Frage ist, was macht er jetzt für eine Attacke? Und wenn wir die paralysiert sind und er nicht die Hälfte Schaden macht, ist die Chance hoch, dass wir das jetzt noch gewinnen. Aber stimmt, wir wussten ja, dass er noch Magnezone hat. Ja, komm schon. Und wir haben noch Turbo-Tempo, also oh, Lichtkanone. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Oh, zum Glück wenig. Komm, bitte sei die Paralyse. Ja, sehr schön. Flammenblitz am Start. Und wie viel Schaden macht das? Richtig viel. Geil. Ah, geil. So, und jetzt Turbo-Tempo, Leute. Und bitte nicht paralysiert. Komm. Gewonnen. Nein. 1%. Oder wie viel? Ja. Wir haben verloren, Leute. Er hat nur noch 2% oder so gehabt. Verdammte Scheiße. Da war unser Glück nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, euch haben die Matches wie immer gefallen. Und ja, lasst eine Bewertung da. Macht's gut. Tschaußen.